Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück in Train Sim World 3 und fahren heute mal das DLC Nahverkehr Dresden noch aus Zeiten von Train Sim World 2, wenn ich denn richtig liege. Wir fahren im Fahrplan auf der S-Bahn Dresden im Doppelstockzug im Dosto-Steuerwagen Nahverkehr Dresden und fahren mal die, muss gerade kurz mal schauen, RE18 Cottbus Dresden von Großenhain nach Dresden. PZB und Siefer sind meine Freunde. Ich bin gespannt, wie gut wir durchkommen. Wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir legen jetzt direkt los. So, 194,4 Tonnen bei 3 Zugeinheiten. What? Jetzt machen wir erstmal hier schon Richtungswender stecken. Vorwärts, Türen auf. Bremsschlüssel. Das soll es schon gewesen sein, ist ein bisschen dämmerig. Wir gucken mal von draußen. Okay, ja klar, ja, 3 Einheiten, also 2 Waggons, 1 Lokomotive. Krass, kurze Garnitur am Start, dann fahren wir halt mit der, so what. Und eine gute 143, oder? Hängt hier dran. Okay, erinnert mich so ein bisschen an den lieben Bornkessel. Lieber Dennis, beste Grüße gehen raus. Einer unserer Zuschauer, der direkt im Real Life Lokführer ist, der hat letztens auf Discord ein Foto gepostet, wo er wirklich nur, ich glaube auch an der 143, einen Waggon dran hatte, direkt den Steuerwagen. Sah natürlich noch schlimmer aus als das hier. Aber wenn muss, denn muss, gell? Wenn Fahrgastaufkommen nicht höher ist, kann das schon mal passieren. Von daher macht es nichts. Ich überlege die ganze Zeit, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Wir könnten uns tatsächlich schon mal hier draußen positionieren, um eine schöne gespottete Abfahrtsszenerie zu erleben. Links verriegeln. Ist die Bremse schon raus? Verriegeln. Entriegeln. Verriegeln. So. Bremse ist raus. Dann legen wir mal die Leistung rein und gucken, ob wir hier loskommen. Wir kommen! Cool! In diesem Sinne, wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Vielen lieben Dank vorab dafür, ihr Lieben. Schön, schön! So, mal geguckt. Wir sind schon viel zu schnell. Verdammte Axt. Aber wir haben ja noch nicht mal. Wir haben ja noch nicht mal PZB und Siefer aktiviert. Okay, dann ist es auch alles nicht so wild. Machen wir aber jetzt noch. Das kann was werden. Das geht ja schon wieder gut los. Also, Siefer an, PZB an. Befreien. Und dann jetzt mal ein bisschen Konzentration, Checko. Wir legen los. Großhain oder was? Oder wie? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, Freunde. Irgendwo in Sachsen, ist schon klar. Und ich predige immer, ich kenne Sachsen wie meine rechte Westentasche oder Dresden oder Sachsen, weiß nicht so genau, was ich mal sage, aber ich weiß nicht, wo wir sind, jetzt auch in 4 Kilometer. Priesterwitz? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir drücken mal Siefer, macht es aber auch nicht besser. Wir sind hier auf jeden Fall irgendwie eingleisig, eine eingleisige Nebenstrecke unterwegs. Habe ich bisher seit meiner Zeit in TSW2 auch noch nicht, TSW2, ja, TSW3 erlebt. Also noch nie so über eingleisige Nebenstrecken gefahren. Da seht ihr mal, wie wenig Erfahrung ich wirklich bisher auch hier habe. Wenn noch nicht mal das bisher erfolgt ist. Jo. Ansonsten gibt es jetzt bald ein offizielles DLC für TSW 3. Hinsichtlich, ich habe noch gar nicht geguckt, es war husch husch heute, was ich mitbekommen habe am Rande. Ist es eine 111? Ist es eine Bügelfalte? Was sind da drin? Und sind es die N-Wagen? Irgendwie so die Richtung, gell? Ich muss mal gucken. Selbst auf Discord habt ihr das schon gepostet. Ich habe mal wieder keinen Plan. Wahrscheinlich werde ich mal bei Trainee vorbeigucken. Da kriege ich mal, werde ich gut besäuselt von dem Lieben und kriege alle Infos, die ich brauche für TSW. Ja, auf jeden Fall ist da eins geplant und ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich auch sehr zeitnah. Ich werde es mir holen. Werde es natürlich sehr gerne hier auf unserem kleinen Kanal denn fahren. Und ja, dann gucken wir mal, was da so drin ist im DLC und wie das genau funktioniert. Muss sagen, Preispolitik, check, check, brauchen wir nicht drüber sprechen. Auch jetzt hier das DLC Dresden Nahverkehr noch aus Zeiten TSW2 habe ich mir gerade geholt, weil es auf Steam im Angebot gab. 40%. Aber selbst dann ist es irgendwie gefühlt noch eine Stange Geld, gell? Soll heißen, selbst wenn alle DLCs 40% reduziert werden, wären und du willst dir den ganzen Schwung auf einmal holen. So, Wasser. Siefer. Runterbremsen. Dann ist es echt eine ganze Stange Geld, ja?
Dubios, dubios. So, schon wieder fast verbremst. Obwohl, wir müssen auf 60 runter. Dann passt es schon. Naja, auf jeden Fall. Was habe ich mir noch geholt? Die 101 habe ich mir geholt. Ihr habt das schon gesehen im letzten Video. Und, Transit Rapid heißt es so. Leipzig habe ich mir geholt. Haben wir auch schon gefahren jetzt. Finde ich auch sehr nice. Wenn wir auch das letzte Video nicht, richtig runter abfahren konnten. So, wie können wir Gas geben, gell? Weil ich auf einmal früher aufhören musste. Einen Grund, dass wir noch ein Folgevideo machen. Oder mal einen Stream, wo wir nochmal Transit Rapid schön fahren werden. Fand ich schon ganz cool. Auch die Lackierung. Boah, was ist denn hier los? Ach du Shitkram. Was habe ich denn hier jetzt nicht erkannt? Wieso denn hier 60? Okay, ich sehe, wir kommen. Wir fehlen uns, glaube ich, jetzt rauf auf die Hauptstrecke. Aber irgendwie die 60, also maximal auf 60 km/h, die sind mir gerade entgangen. Na, dann passt jetzt. Immer der Sonne entgegen, gell? Und wenn wir uns jetzt hier rauffädeln auf die Hauptstrecke, unterstelle ich mal, werden wir jetzt gleich übersetzen, ganz nach rechts, Treppenmodell, zweimal rechts, bis wir am Bahnsteig ankommen. Denn wir sind jetzt hier in Priesterwitz in 250 Meter auch schon direkt dort. Früh ist um 8.30 Uhr. So, wir sind nicht sehr lang. Heißt, wir müssen nicht weit durch den Bahnsteig, durch den Bahnhof fahren. Und Fahrgastkomfort ist alles, auch beim Bremsen, gelle. Also probieren wir mal vor allem auf die letzten km/h einen guten Abschluss zu finden. Nicht, dass die Oma, die hinten drin schon steht, an der Tür wartet zum Aussteigen, noch umkippt. Schön sanft, nice. So gefällt mir das. So muss es auch sein. Finde ich sehr, sehr gut. Wir steigen nochmal aus und gucken mal. Fahrplanmäßig passt es auch schon. Güterzug. Langer Güterzug. Was hängt vorne dran? Okay. Ja, zu dem DLC, was kommt? Dann die 155 in einer Lackgebung von der Presse, oder? Formuliere ich das richtig? Weiß wieder nicht. Aber auch sehr interessant. Also das DLC wird auf jeden Fall eine feine Sache, was jetzt rauskommt. Denn ganz neu für TSW 3. So, Türen schließen können wir schon. Ja, können wir schon. Hätten wir schon schneller machen können. Naja. Abfahrt. Immer der Sonne entgegen. Naja, wenn auch recht kurz, trotzdem eine geile Garnitur. Fast schon wieder zu schnell. Bisschen aufpassen, dass wir hier in der Range bleiben. Und wahrscheinlich haben wir echt Vorfahrt vor dem Güterzug. Ja, besten Dank auch. Grüße gehen raus. So, Grüße gehen raus auch an den Jonas. Übrigens wollte ich auch noch erzählen. Thema Bremskurve. Letztens gefahren im Stream. Und da hat mir der Jonas mal erklärt, wie oben rechts hier im HUD das Thema beim 100-Hertz-Magneten zu verstehen ist, wo sich die Geschwindigkeit so langsam runter reduziert, dass das die Darstellung der Bremskurve ist. Und schwuppdiwupp ist mir das Thema Bremskurve gleich ein Stück verständlicher und geläufiger. Also sehr cool, wenn da mal immer einer mal ein bisschen was raushaut. So, Sifa, wir können es auch beschleunigen auf 120, hauen die Leistung mal rein. Weinböhler, ich weiß immer noch nicht so genau, wo wir sind. Und ich check das mal fix auf dem Handy. Auf Google Maps Weinböhler. Kann ja nicht sein, dass ich nicht weiß, wo wir sind. Okay, Weinböhler liegt zwischen dem wunderschönen Moritzburg und dem wunderschönen Meißen. Alles klar, kein Wunder. Moritzburg, Meißen. Pardon, natürlich schon öfter gewesen. Oh, Sifa. Das ist auch die Frage. Darf man als Lokführer auf Handy gucken? Ich leg's mal wieder weg. Nee, ne? Oder doch? Kann man während der Fahrt als Lokführer aufs Handy schauen? Beim Auto? Schwer verboten? Generell auch im stehenden Zustand an der Ampel und so? Logisch. Bei der Bahn auch, oder? Oder bin ich falsch? Kann man das da schon machen? Also wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube natürlich nicht dran, dass das geht, dass man das darf. Aber was passiert, wenn man es denn doch macht? Wie wird man kontrolliert oder erwischt? Gibt es eigentlich keine Möglichkeit, oder?
Außer eine zivile Streife überholt einen links auf dem Gleis und guckt mal kurz ins Cockpit. Aber das wäre auch Quatsch. Na gut, also keine Ahnung. So, zwischen Moritzburg und Meißen. Check, Weinböhler war ich noch nie gewesen, an den anderen Stellen schon. Sachsen generell auch immer eine Reise wert, gell? Mann, ein Traum, muss ich schon sagen. Ich propagiere ja immer, dass ich Dresden als zweite Wahlheimat mehr oder weniger habe. Und auch die Sächsische Schweiz damit inbegriffen. Wirklich schön, ja. Ein Traum. Leipzig auch ganz nice. Ich mag es extrem, wie in Leipzig die generelle große Infrastruktur über die letzten 20 Jahre gewachsen, entstanden und gewachsen ist, ja. Flughafen Leipzig, Messe Leipzig, BMW-Werk, Porsche-Werk, so all die dicken Dinger, finde ich wirklich cool. Ist jetzt schon eine alte Geschichte für euch, aber ja, Infrastruktur passiert ja nicht einfach so. Da steckt ja tatsächlich was dahinter. Sowas muss ja entstehen, wachsen, finde ich schon sehr spannend und sehr cool, ja. Leipzig als Stadt ist auch ganz interessant, wobei ich sage, da wie gesagt, Dresden, absolut nice. Das Elbufer, wirklich ein Traum, tolle Stadt. Schade, wie es so irgendwie um die Glasmanufaktur steht. Und wie es damals um den Fürthorn stand, alles nicht so richtig cool. Hätte ich mir anders gewünscht. Was machen die heute eigentlich? Den E-Golf, oder? Keine Ahnung. Und dann natürlich auch nicht zu vergessen, ja, Chemnitz, Zwickau und alles das Hinterland dabei, Chemnitz, Zwickau auch sehr nice. Das mag ich auch, muss ich auch sagen. Finde ich auch sehr idyllisch. Also von daher, immer mal nach Sachsen fahren, wer noch nicht da war. So, und ich komme schon wieder ins Ratschen und vergesse natürlich dann alles hier. Hinten, was ist denn das? Bad, wie heißt es denn? Hinten die Elbe raus, das Elbufer auch, wunderschön. Bad Schandau, Freunde, Bad Schandau, fahrt mal nach Bad Schandau, da könnt ihr gleich ein Wochenende bleiben da hinten. So nice, gefällt mir auch. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht kenne aus Sachsen groß, eigentlich gar nicht, wo ich noch nie einen Fuß bewegt habe, ist hinten denn. Ich war noch nicht in Bautzen und ich war noch nicht dahinter, da kommt doch noch was. Grenze nach Polen, was kommt da noch? Görlitz, glaube ich, gell? Ja, na klar, Görlitz, Bautzen, Görlitz, die Ecke, kenne ich nicht. War ich noch nie gewesen. Sollte ich mal irgendwann nachholen. Wo ist meine Leistung? Hä? Habe ich was verpasst? Wieso ist denn die Leistung raus? Zu viel geschnackt oder was? Ist gelöst? Jetzt. Also von daher, auf nach Sachsen. Wir fahren nach Dresden. Aber erstmal nach Weinböhlau, wo ich auch noch nicht in Weinböhlau war. Und wenn ich schon nicht im Hühlife in Weinböhlau war, dann fahren wir jetzt fiktiv virtuell hier mal in Game denn dahin. 4,2 Kilometer. Jo, haben wir sonst noch was wichtig wäre? Die SIFA zu drücken wäre noch wichtig. Aber that's it. Das wäre es dann auch für den Moment. Und insofern, nichts anbrennen sollte, wir keine Zwangse kassieren, nicht sonst welche spannenden Sachen passieren, Zeit raffern wir einfach mal an der Stelle und halten damit, wie gewohnt, das YouTube-Video etwas kompakt für euch. Bis gleich. So, ein Kilometer noch bis Weinböhlau und wie es so ist, gell, ich Zeitraffer und just in dem Moment gibt es hier mal ein bisschen Zugverkehr und ein bisschen was passiert, sei es drum, wird sicherlich noch mehr passieren. Auch da, ihr könnt mir unbedingt und sehr gern mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Zeitraffern haltet, ja. Damit werden die Videos einfach kompakter und vor allem rücken die wirklich interessanten Szenen des Gameplays einer Fahrt, einer Simulation, in dem Fall hier nach Dresden eher ins Rampenlicht. Boah, wir fahren glaube ich zu weit, oder? Irgendwie ein bisschen überschätzt. Ne, passt noch. Ist aber schon knapp gewesen. Hier auch nichts mit Bremskomfort, Fahrgastkomfort gerade. Sah etwas knapp aus, war es auch. So, rechts entriegeln, Türen auf. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht, ob die Zeitraffer eigentlich ein bisschen beknackt sind und ihr sagt, hey, Jacko, wenn du schon fährst, dann lass richtig fahren hier und nicht so Mist. Oder ob ihr sagt, das ist ganz gut. Wie gesagt, einige Kommentare aus der Vergangenheit habe ich von euch schon kassiert, paar Feedbacks. Und die sagen tatsächlich, ist schon gut, weil die spannendsten Sachen immer eigentlich am Bahnhof sind. Stichwort Haltepunkt erreichen und. Kannst du schon Zeitraffern. Also, haut's mal rein. So, haben wir irgendeinen massiven Fail jetzt schon bei der Fahrt gehabt? Eigentlich nicht, gell? Wir haben einmal eine Geschwindigkeitsübertretung gehabt im roten Bereich. Die war vielleicht absolut schlecht.
haben jetzt gerade eine sehr starke Bremsung gehabt, aber ansonsten sind wir eigentlich noch grundsolide unterwegs, oder? Wir sind im Fahrplan. Also wenn ich mich nicht täusche, ist es bisher mal eine fast perfekte Fahrt. War jetzt auch noch nicht wirklich so anspruchsvoll, gebe ich auch gerne zu. Schöne Garnitur. Auch die 143 hinten dran. Gefällt mir ungemein. Schön, schön. So, aber lange Rede gar keinen Sinn. Gute Fahrt. 45, gell? Schneller dürfen wir noch nicht. Warum auch immer? Können wir uns befreien? Nö. Manchmal ich nichts wissen, warum. Warum nicht? Grünes Signal, gerade Strecke. Und wir dürfen nicht schneller als freien jetzt möglich. Okay, na dann, auf geht's. Auch so ein Thema, gell? Habe ich das in dem Video schon angesprochen? Ich weiß es nicht. Ich schnall es einfach nicht. Woran erkenne ich einen 500-Hertz-Magneten auf der Strecke? Ich habe einfach keine Ahnung. Ja? Null Plan. Tatsächlich, ich lerne erst, dass ein 500-Hertz-Magnet irgendwo liegt, weil ich halt rüberdonner und eine Zwangse kassiere. Und mit etwas Glück habe ich es fürs nächste Mal noch in der Rübe. Aber ansonsten, nö. Habe ich kein Verständnis, kein Plan, wie das funktioniert. Naja, also, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr da einen informativen, konstruktiven, ja, sinnvollen, hilfreichen Beitrag zu habt. Ansonsten bleibt es erstmal für mich weiter ein Rätsel, aber ich müsste mich eigentlich mal nur weiter schlau machen, informieren. So, 120 ist erlaubt, wobei es in 600 Meter schon wieder runter geht. Auf 100. Ein bisschen knapp unterwegs hier. Wobei die Garnitur schon nice ist. Auch sehr spannend, wie die physikalischen Fahreigenschaften sind von einer geschobenen Garnitur. Finde ich, sind in TSW, es, oder ist in TSW auch sehr gut umgesetzt. Das ganze Fahrverhalten. Die physikalischen Themen, die Eigenschaften, ist schon nice. Auch Beispiel, wenn ich hier den Hahn voll reinhämmer, die Leistung, beschleunige und ich nehme während des Beschleunigens die Leistung ad hoc 100% wieder raus, dann beschleunigt der einfach noch ein paar Sekunden nach. Das wird sicherlich mit der Latenz in irgendeiner Art und Weise zu tun haben, ob das jetzt steuerungstechnisch von der Garnitur ist, weil du geschoben wirst, was ich nicht glaube, eher mit der physikalischen Eigenschaft, dass die Lok hier hinten dich schiebt, damit die ganze Situation sich anders ergibt, dass du noch ein paar Sekunden nachträglich beschleunigst, als wenn du gezogen wirst. Könnt ihr mich verstehen? Glaubt ihr, ich erzähle völligen Scheiß? Das kann schon sein. Bin mir sicher. Aber ich habe mir was bei gedacht, was ich gesagt habe. So, 600 Meter bis zum nächsten Bahnhof. Kostweg. Schönes Moritzburg, schönes Meißen. Wir waren in der Mitte durch. Kostweg kommt. Aber so stand es. Dann müsste ja danach Radebeul kommen, oder? Müsst gleich nochmal gucken. Nochmal Google Maps einschalten. Sifa. Und dann wieder aufgrund der Kürze der Garnitur sollen wir gar nicht durch den Bahnsteig fahren, sondern gleich am Anfang hier halten. Na gut. Diese Markierung, diese unschön, könnten wir auch mal langsam ausschalten, oder? Braucht kein Schwein. So, Fahrgastkomfort. Naja, könnte besser sein. Ist jetzt aber auch nicht so schlecht. Muss ich oben hinten mal festhalten, bevor wir stehen und die Türen aufgehen. So, kleiner Zeitraffer, dann geht's gleich weiter. Im Fahrplan eigentlich noch gut. 20 Sekunden noch bis zur Abfahrt. Das schaut doch gar nicht schlecht aus. Bremse raus. Und dann warten wir noch die 10 Sekunden. Und dann geht es los. Unterwegs Richtung, zeigt er noch nicht an, Radebeul, oder? Was? Über einen Ort fahren. Ja, über einen Ort fahren? Ist dein Ernst? Was? Wie angezeigt? Jo, wie angezeigt? 1,1 Kilometer. Kenne ich noch nicht. Was ist das für eine Angabe? Für eine Information? Na, Hauptsache die Sonne scheint, gell? Stehe ich ein bisschen im Nebel. Wir gucken mal, was hier am Signal los ist und fahren vielleicht mal nicht ganz so schnell.
Was das R da unter heißt, weiß ich übrigens auch nicht. Eine 6 kenne ich, eine 8 kenne ich, check, check. Aber was das Richard heißt, keine Ahnung. Sollten wir langsamer werden? Wir sind ja hier gleich. Erstmal Sifa. Warte mal, wir gucken mal schnell hier. Was macht dann jetzt? Nee. Geht hier einfach weiter oder bin ich falsch? Hä? Wir dürfen fahren. Was dürfen wir fahren? 120? Über einen Ort fahren. Wie angezeigt, 300 Meter. Okay, Freunde, ich schnall's nicht. Ist hier aber ein Haufen gelber Signale. Und hier sind wir im Thema. Ich habe keine Ahnung, wie ich solide mal einen Magneten erkenne, der irgendwo liegt. Ziel erfüllt. Anhalten in Dresden-Neustadt, Gleis 7. Wassam. Ich bin Wassam, Freunde. Was ist denn los? Ich habe gedrückt. Habe ich zu spät gedrückt? Ah, nein. Erste Zwangse. Shit. Ich habe wirklich gedrückt. Und irgendwie hatte ich schon eine Ahnung, gell? Ich sag's noch. Hab ich's noch gesagt? Was ein Mist. Wirklich wahr. Naja. Gut, erste Zwangse. Bisher ganz gut durchgekommen. Ärgert mich jetzt natürlich schon wieder echt gewaltig, ja? Das ist ja eine Simulation. Was denn jetzt? Ach, die Schnelle ist 45. Nein. Nein. Also nochmal. Okay, die Fahrgäste. Die spucken denn auf mich. So. Fahrplan ist denn jetzt auch mal richtig im Eimer. Mann. Eben habe ich mich schon geärgert. Jetzt ärgere ich mich noch mehr. Aber dann ist jetzt auch wieder rum. Okay. Hey. Tja. Keine Ahnung. Denkt ihr, ich will euch veröppeln? Wobei ich lieber frage, ob ihr mich veröppeln wollt. Keine Ahnung. Krass. Mann, Checo, ey. Was ein Mist. So, jetzt geht's weiter. So dumm, gell? Keine Ahnung. Also manchmal bin ich echt der größte Trottel. Keine Ahnung, ich kann nicht mal sagen, warum, wieso, ja? Quatschkopf, am Schnacken ohne Ende. Dreimal hintereinander den Mist jetzt kassiert. Was für ein Quatsch, ja? Naja, also ihr kennt mich. Ich probiere das mal im Nachgang solide zusammenzuschneiden, dass das hier für euch schnell über die Bühne geht. Auf jeden Fall natürlich jetzt völlig verdorben. Denke ich mir ein schönes Thumbnail aus. Dreimal Trottel, oder? Irgendwie so? Ja, wahrscheinlich. Naja. Wer bis jetzt tatsächlich noch im Video ist, gibt es mir auch gerne mal ein Feedback und schreib einfach rein. Als Kommi. Irgendwas. Dreimal Trottel check oder so. Könntest du ruhig machen. Dann habe ich wenigstens eine Indikation, ob hier ein Zuschauer von euch bis hier überlebt hat. Unabhängig davon, dass mir klar ist, dass ich in die YouTube Analytics gucken könnte, um das Video zu werten, auszuwerten, wer hier wirklich guckt. Aber schreibt's gerne rein, Trottel. Gut, wir sind unterwegs, Dresden-Neustadt. Und abermals wir Zeitraffern. Wir dürfen auf 160 erhöhen und Zeitraffern das Ding mal weg. Wir sind völlig im Fahrplan jetzt im Eimer. Das hat uns völlig zerschossen. Ärgerlich. Bis gleich. So, keine 2,5 Kilometer mehr. Wir haben besten, noch eigentlich kann man sagen, morgendlichen Sonnenschein über Dresden. Und sind sicherlich schon im Stadtgebiet im Dresdner. Oh, wachsam. Bremskurve, check. Wir bremsen mal hart runter. Keine Ahnung. Sifa. Sicher ist sicher. Weil ich es halt nicht besser begreife. So, 85. So können wir das machen. 1,2 Kilometer. Befreiung möglich. Und wir könnten wieder beschleunigen, brauchen wir aber gar nicht mehr, weil es jetzt auf 80 halt runter geht.
Also auch dieses kleine Manöver gerade, doch immer wieder anspruchsvoll, immer wieder spannend. Und ich weiß, ich habe es bestimmt schon gesagt, gell? So nach dem Motto, setz dich in die Lokomotive rein, reiß am Hahn, hau die Leistung rein. Ja, nix da. Das ganze Thema, eine Garnitur zu steuern, zu fahren, ist so anspruchsvoll. Ich hätte es einfach nicht geglaubt vor ein paar Jahren noch, vor zwei. Kam mir alles erst, seitdem ich hier auf YouTube in dieser kleinen Eisenbahnbubble eingestiegen bin. Sehr spannend, welche Erkenntnisse man da so sammeln kann. Dass es eben nicht einfach nur so ist, Eisenbahn mal schnell steuern, sondern man schon echt viele Parameter im Blick haben kann und dass man alles so ein bisschen in Fleisch und Blut übergehen muss. So, ich habe Angst, dass ich wieder hier auch Thema 500 Hertz Magnet, dass ich irgendwas übersehe, was ja Quatsch ist, aber trotzdem. Wir fahren mal so einfach rein, auch wenn sicherlich Quatsch, weiß schon. Wir sind nicht mal auf 45. Da fehlt noch ein km/h. Zugbegegnung, nächster Güterzug. Im Dresdner Neustädter Bahnhof. Auch hier, ich weiß gar nicht, ich bin immer früher, schon ewig, Jahrzehnte her, ICE von Leipzig gekommen. Nach Dresden Hauptbahnhof natürlich. Hat der in Neustadt gehalten, nochmal kurz Zwischenstopp gemacht? Ich habe keine Ahnung. So, Fahrgastkomfort, untenrum wieder ein bisschen sanft. Wäre noch besser gegangen, wäre aber auch noch schlimmer gegangen. Aussteigen bitte. Dieser Zug fährt weiter Richtung Dresden Hauptbahnhof. So, fahrplantechnisch. Wir sind noch nicht ganz so schlimm. Ich hätte gedacht, es ist schlimmer. Naja, gut. So, kriegen wir hier irgendwie schönes Thumbnail eigentlich so hin mit der langen Tour? Ja, wird nicht nice, oder? Nee, irgendwie wird es nicht cool. Müsste ich ja von weit oben machen. Obwohl, so ein bisschen einfach rüber, dass man immer den Zugverkehr im Bahnhof sieht. Riecht Neustadt, das Schild damit drauf. Warum denn nicht? Unsere Lütte-Garnitur, zwei Waggons, Eider. Naja. Türen schließen. Mann, und dann wieder verquatscht. Nicht mehr im Fahrplan unterwegs. Na, wir haben's ja. Abfahrt. Leistung voll reingedroschen. Wir sind sogar zu früh, oder? Nee, Mann. Ich reiß schon wieder gar nichts. Nächster Halt Dresden Mitte, Gleis 4 in 1,4 Kilometer. Da sollten wir um 9 Uhr und 13 Sekunden ankommen. Mann, ich schiel auf die Anzeige und denk. Das ist der Startzeitpunkt Dresden-Neustadt. Also, wie gesagt, Trottel, gell? Manchmal denke ich auch, absoluter Bleppo. Keine Ahnung. 1,1 Kilometer. Lohnt es sich hier noch, Leistung reinzuscheppern? Weiß nicht. Schade, dass es hier so ein bisschen ruckelt. Nicht so schön. So, wir passieren die Elbe. Oh, guck mal. Oh, so nice. Und links, wir drehen Elbufer. Fantastisch, ja, gibt sicherlich immer noch einen besseren Blick als das, was wir jetzt machen, so aus dem Fenster, auch in dem Spiel. Aber ihr merkt es, absoluter Dresden-Fan. Fahrt's unbedingt mal hin, gönnt euch ein Wochenende. Entweder haut's auf die Kacke und nehmt euch ein teures Hotel. Oder ihr sucht euch irgendwas Günstiges, alles wäre möglich. Hauptsache mal in Dresden vorbeigeschaut. So. Ich habe wieder Sorge, dass ich was übersehe. Und vor allem irgendwie so gefühlt sich gar nichts. Ich weiß nicht, wie dieses Video wieder rüberkommt. Tut mir voll leid, dass das hier so teilweise dunkel ist. Weiß nicht, ob es am DLC liegt. Meine Grundeinstellung, was ich irgendwie nicht glaube. Oder der Wetterlage, wo doch aber eigentlich nur die Sonne scheint und wir noch am Morgen unterwegs sind. Also, Dresden Mitte, Gleis 4. Wieder ein bisschen der Blick auf Fahrgastkomfort. Dass die Oma an der Tür nicht gleich umfällt. So finde ich das gut. Links entriegeln. Wir sind weiterhin gute 2 Minuten hinter Fahrplan. Ja,
So real life finde ich das jetzt noch gar nicht so schlimm, ja. Irgendwie in-game natürlich schon, aber in real life, da sind auch 3 Minuten noch nicht ganz so wild. Aber ja, im Meckern bin ich dann doch auch wieder der Erste. So, Bremse raus. Links verriegeln. Und dann ist die Frage, was jetzt kommt. Sicherlich Dresden, Hauptbahnhof danach. Oder habe ich noch was nicht im Kopf? So, die Gütergarnitur überholt uns nochmal. Auch sehr spannend. Wir dürfen Max 60. Verstanden. Zu schnell. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab doch aber wachsam gedrückt. Ah. Mann, ey. Jetzt hätten wir wenigstens noch schön eine Parallelfahrt klar machen können. Selbst das kriege ich nicht gebacken. Naja. So sorry, Freunde. Es ist fast wie immer mit mir. Es kann nur besser werden. 1,6 Kilometer bis Dresden, Hauptbahnhof, Gleis 11. Und wir müssen hier ganz genau aufpassen, dass wir nicht über die 45 km/h rausballern. Ich hoffe, dass ich das Video, wenn ich es fix zusammenschnippel, ein bisschen in der Helligkeit hochgestellt bekomme, dass ihr hier ein bisschen besseres Erlebnis habt, solltet ihr das tatsächlich ein bisschen reinschauen. Bei mir auf der Strecke ist es hier verdammt dunkel. Also ich erkenne gar keine keine Schienenschwelle. Weiß nicht, was da los ist. Woran das gerade liegt. Aber das Video bringen wir jetzt noch zu Ende, wie es so ist. So, befreien. Sifa, wachsam. Nicht schneller als 45, check. Also ich geb mir größte Mühe, Freunde. So, alles auf Rot, aber nicht für uns. Sifa. Wir biegen links ab. Und werden dann sicherlich im unteren Teil reinstechen, Dresden Hauptbahnhof, oder? Bin ich da falsch? Ja. Das tun wir. Schöne Einfahrt. Wenn denn auch die Lichtverhältnisse besser sein könnten, muss ich sagen. Wir müssen gucken. Wieso? Wir sind nicht... Wenn ich die jetzt so ausschalte, geht es denn gleich weiter? Nee, ne? Also echt miserabel. Macht mich alles fertig. Und gleich schon fast das nächste Fail. Das gibt's doch gar nicht. Mann, 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 Mann. So, dann jetzt rein in den Bahnhof. Im HUD wird schon gar nichts mehr angezeigt. Sifa nochmal. Und dann ballern wir jetzt rein. Ganz gemütlich. Schöner Bahnhof, gell? Oh, gefällt mir sehr gut. Freunde, was stand ich oft hier? Was bin ich oft angekommen mit großer Freude und musste wieder fahren? So, also, Türen öffnen und ich sag schon mal vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Tut mir mega leid für, ja, die Zwangsen. Vielleicht immer wieder auch ein bisschen amüsant, aber trotzdem. Absolut nicht mein Ziel und mein Anspruch mehr mittlerweile hier in den Games, in den Videos zu TSW 3. Aber es wird wohl noch ein bisschen so bleiben. Türen verriegeln habe ich nicht schon.
Okay, Fahrgäste ausstellen lassen, Türen verriegeln. Wäre noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich natürlich auf eure Likes und Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao, baba, der Checo. Servus!